Hof bin ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch Nina finden. Ist ja auch sehr geil, dass der Krankenwagen losfährt, obwohl er genau vorm Krankenhaus steht. Er hat doch am Telefon ganz deutlich gesagt, ich stehe vorm Krankenhaus. Naja, egal. Was gibt es hier alles? Ein Rohr. Scheint ein Abwasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Und ich erinnere mich auch daran, was ich mit diesem Rohr machen muss. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich weiß, was ich tun muss, aber das verrate ich euch noch nicht. So, was haben wir hier? Einen Schatten? Irgendwas wirft diesen Schatten. Irgendwas hier ganz in der Nähe. Und ich würde mal sagen, das sieht aus wie ein Schlüssel, der wahrscheinlich hier auf der Lampe liegt. Da ist ein Schlüssel in der Lampe. Seltsames Versteck. Aber immer noch besser, als ihn unter eine Fußmatte zu legen. Na, dann nimm ihn doch mal raus. Der Schlüssel ist durch die permanente Wärmeeinstrahlung der Lampe ganz schön heiß geworden. Mit bloßen Händen möchte ich den nicht unbedingt anfassen. Ach, du bist so eine Memme. Zieh doch deine Lederjacke aus und wenn das eine echte Lederjacke ist, dann kommt da auch kein Loch rein, wenn er die heiße Lampe anfasst. Ach ja, ist wahrscheinlich eine unechte. So ein Container. Leere Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Doch, das wäre total die geile Aktion. So Finger mitnehmen und dann hier, bitteschön Oleg, weil du so schön Lockvogel gespielt hast, habe ich zwei verfaulte Finger für dich. Oder eine OP-Zange. Ich denke besser nicht darüber nach, was für Eingeweide damit schon entfernt wurden. Schön, die nehmen wir mit. Ach, und damit holen wir den Schlüssel daraus. Damit sollte es gehen. Wunderbar. Und damit schließen wir die Tür hier auf. Passt. Ebenfalls wunderbar. Ab in die Höhle des Löwen. Hoffentlich ist keiner im Keller. Na, das sieht ja richtig steril und klasse aus für ein Krankenhaus. Also da würde ich auch sehr gerne behandelt werden. Das hier sieht so einladend aus. Aktenschrank. Gucken wir uns den mal an. Hier scheinen die Krankenakten drin zu sein, alphabetisch sortiert. Vielleicht finde ich heraus, was die mit Nina gemacht haben. K. Kach. Kaio. Kam. Scheinen keine Akten über Nina drin zu sein. Oleg sagte ja, Nina sei unter falschem Namen gereist. Wie war der doch gleich? Per Cover. Schauen wir da mal nach. P. Pal. Per. Peris. Peris? Peris Manuel. War das nicht der Typ, der damals zusammen mit Ninas Vater an dieser Tunguska-Expedition teilgenommen hat? Und der war auch hier? Interessant. Das sollte ich mir mal näher ansehen. Wenn mich meine rudimentären medizinischen Kenntnisse nicht täuschen, steht hier was von schweren Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen. Offensichtlich hat sich dieser Peris sehr sonderbar verhalten und wies keinerlei Symptome bekannter Krankheiten auf. Naja, das ist ja Ewigkeiten her. Mittlerweile sollte doch die Forschung... Man hat anscheinend versucht, der Krankheit auf die Spur zu kommen, indem man Experimente an ihm durchgeführt hat. Bei vollem Bewusstsein die Schädeldecke, das ist ja grauenvoll. Stromschläge, Zwangsjacke, Schocktherapie. Das liest sich ja wie ein mittelalterlicher Folterbericht, aber offensichtlich hat der arme Kerl das Ganze überlebt. Er wurde dann vor wenigen Wochen auf Antrag einer gewissen Dr. Nicole Charleroi in seine Heimat überstellt, nach Kuba, in einen kleinen Vorort von San Cristobal, westlich von Havanna. Offenbar hat sich dieser Peris trotz seines erbärmlichen Zustands so stark gewehrt, dass sie ihm die doppelte Dosis von Phenylcyclidin-Piperidin gegeben haben. Ist, glaube ich, ein Narkosemittel, das mittlerweile verboten ist. Schon seltsam. Da liegt dieser Peris hier fast 30 Jahre rum und plötzlich überweist man ihn nach Kuba. Und kurz danach verschwindet auch noch Ninas Vater spurlos. Würde mich stark wundern, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe. Nur welchen?
Und da steht wahrscheinlich wieder genau das Gleiche drin, was wir gerade schon gehört haben. Spur nach Kuba, Sibirien, Krankenhaus. Max stolpert völlig überraschend über die Krankenakte von Manuel Perez, der von einer Expedition mit Wladimir Kalenko offenbar mit schweren Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen zurückkehrte und in dieses Krankenhaus eingeliefert wurde. Erst vor wenigen Wochen wurde er auf Antrag einer gewissen Dr. Nicole Charroy nach Kuba überstellt. Warum interessiert man sich nach über 30 Jahren plötzlich wieder für ihn? Gibt es einen Zusammenhang mit dem nahezu zeitgleichen Verschwinden von Ninas Vater? Ja, wahrscheinlich gibt's den. Na gut, was haben wir sonst noch? Flaschen? Da sind jede Menge Medikamente und chemisches Zeug drin. Ja, mitnehmen. Wir nehmen alles mit. Wenn ich mich nicht irre, dann ist in einer der Flaschen dieses Zeug, mit dem Perez betäubt wurde. Den Rest kann ich aber immer noch nicht identifizieren. Okay, was haben wir noch? Ist ja auch merkwürdig, dass der Perez genau in das Krankenhaus eingeliefert wurde, oder? Naja. Ein Diktiergerät. Vielleicht ist ja was von Nina drauf zu hören. Patient 1835. Schwere psychische und neuronale Störungen. Derzeit im Dämmerzustand. Während des Beobachtungszeitraumes äußerten sich die Symptome in optischen und akustischen Halluzinationen, reflexartigen Muskelkontraktionen und Harninkontinenz. Hinzu kommen psychogene Reaktionen, temporäre Amnesie, partielle Lähmung der Gesichtsmuskulatur und Augenflimmern. Durch äußere Einwirkung verursachte Schläfenlappenbeschädigungen, Fraktur des rechten Handgelenks, diverse Prellungen und Hämatome im Kopf- und Armbereich. Mit Ausnahme einiger äußerer Verletzungen im Großen und Ganzen also ähnliche Symptome wie bei den anderen Patienten. Der Bericht ist schnellstmöglich anzufertigen und nach Moskau zu faxen. Mist, die Batterien scheinen ihren Geist aufzugeben. Das hört sich aber ganz schön übel an. Was soll wie bei den anderen Patienten bedeuten? Heißt das, diese Bewusstseins- und Verhaltensstörungen treten hier bei vielen Leuten auf? Wenn ja, was ist dann die Ursache dafür? Ich sollte auf jeden Fall Nina davon erzählen. Denn irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es mir definitiv nicht gefällt. Ganz und gar nicht gefällt. Und ich habe das Gefühl, das ist gar kein normales Krankenhaus, sondern eher sowas wie eine Psychiatrie oder so. Naja, schon wieder ein Tagebucheintrag. Mysteriöse Krankheit. Sibirien, Krankenhaus. In einem Arztbericht ist von Patienten mit schweren Bewusstseins- und Verhaltensstörungen die Rede. Anscheinend keine Seltenheit in dieser Region. Wodurch diese psychischen Anomalien wohl ausgelöst werden? Ja, wahrscheinlich durch Tunguska oder so. Gut. Sonst noch was im Rollstuhl? Wahrscheinlich ist er kaputt und steht deshalb hier rum. Ja, das könnte sein. Und das hier ist ein Handventilator. Ich finde die Dinger ehrlich gesagt albern. Ich auch. Oh, kennt ihr die Leute, die dann im Sommer oder so im Zug sitzen mit so einem Handventilator? Ich finde das total ätzend. Vor allem bringt das doch gar nicht so viel Luft. Naja, gut, wir gehen mal hier durch die Tür. Oh, das sieht ja auch richtig toll hier aus. Blutiges Laken. Ich möchte nicht wirklich herausfinden, wer oder was da drunter liegt und woher all diese Flecken kommen. Nina ist es glücklicherweise nicht. Dafür ist die Person viel zu klein. Na gut. Blutige Tupfer? Wegen solcher Zustände würden sie bei uns ein Krankenhaus komplett dicht machen. Hoffe ich zumindest. Wie sich das anhört. Bei uns, so von wegen, ach, hier in Russland ist das auch alles egal, ne, wie da aussieht. Eimer. Der Eimer ist voller Blut. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Ja, dann kannst du dich ja direkt in den Eimer rein übergeben. So, was haben wir sonst noch? Eine Spritze. Mal eben gucken. Ach, was ist das denn? Ammoniak. Ammoniak. Keine Ahnung, wozu die das verwenden. Vielleicht als Ersatz für Riechsalz, um jemanden aus der Ohnmacht zu holen. Nehmen wir auch mit. Und hier ist noch ein Stethoskop. Mit so einem Ding hört sich der Arzt immer mein Lungenrasseln an. Ja, bei mir auch. Und dann sagt er immer, Frau Tasmani, Sie rauchen aber zu viel. Genau. Und dann gehe ich immer mit einem ganz schlechten Gewissen raus. Muss mir dann erstmal eine Zigarette anstecken. Eine Spritze. Scheint noch nicht benutzt.
Allerdings liegt die Nadel frei. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht in die Nadel fasse. Mein Gott, wie der aussieht. Guckt euch das mal an. Also, der hat so ein bisschen was, Schwules irgendwie. So ein typischer Schönling. Naja. Röntgenbilder. An dem Schädel kann ich keine besonderen Merkmale feststellen, aber die Lungenflügel können mir kaum vorstellen, dass die Person noch lebt. Ja, so sehen meine Lungenflügel auch aus. genau. So, was haben wir sonst noch? Ach da. Ein Skalpell. Scheint noch unbenutzt zu sein. Und der Max hat es schon gesagt, die Nina ist irgendwo oben in einem Raum. Und jetzt kann ich euch auch sagen, dass wir dieses Rohr hier brauchen, um mit Nina zu kommunizieren. Ich frag mich nur gerade, wie wir das machen. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Müssen wir vielleicht... Also ich würde jetzt sagen, Ammoniak irgendwie da rein... Völlig unmotiviert Ammoniak in der Gegend zu verteilen, mag zwar Spaß machen, ist aber nur mäßig sinnvoll. Ich weiß ja nicht mal, wo dieses Rohr überhaupt hinführt. Und dann hätte ich jetzt gesagt, müssen wir das mit dem Ventilator verteilen, dass der Geruch nach oben geht, oder? Oder ist das nicht so schlau? Vielleicht mit dem Betäubungsmittel? Nee, wahrscheinlich auch eher weniger. Gehe ich mal hier hin. Ach, hier haben wir die Satellitenschüssel, die immer kaputt geht. Wo die Wache sagte, der guckt ja gerade ein Fußballspiel und so, und dann muss er die immer neu justieren. Sieht nicht gerade wie ein typischer Krankenwagen aus, mehr wie ein Militärfahrzeug. Aber was machen die hier, so weit weg von jeglicher Zivilisation? Das ist mir hier alles viel zu aufwendig, deshalb gehe ich einfach durch den Haupteingang. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, da so einfach reinzuspazieren. Doch, die Idee ist super. Na gut, vielleicht können wir hier ein bisschen dran rumdrehen. Da muss der nämlich von seinem Posten, beziehungsweise von seinem gemütlichen Fernsehsessel. Verdammt, hat sich die blöde Satellitenschüssel schon wieder verstellt. Ja, ich sag's ja, sehr einladendes Krankenhaus. Tolle Inneneinrichtung, eine Pflanze, super. Ach, jetzt ist er da am Rumwuseln, ja super. Dann können wir jetzt hoffentlich ganz schnell da durch. Ach nee, wir müssen ja... Nee, Kontakt zu Nina offenbar aufnehmen. Offenbar hat der Typ die Satellitenschüssel bereits wieder richtig eingestellt. Die Wache ist zwar mit dem Fußballspiel im Fernsehen beschäftigt, trotzdem sollte ich nicht weiter in den Raum reingehen. Wenn ich erwischt werde, bin ich ein toter Mann. Ja, dann müssen wir tatsächlich erst irgendwie mit Nina sprechen.